Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es um einen Akkubohrschrauber von Parkside. Nämlich geht es heute um den PBSA 12 in der neuesten Ausführung D4. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Ja, heute soll es um den Akkuschrauber im 12-Volt-Bereich, also aus dem X12-Volt-Team gehen von Parkside aka Lidl. Ich habe euch dieses Modell schon des Öfteren einmal vorgestellt. Jetzt nicht in dieser Ausführung, sondern in anderen Ausführungen. Aber ich möchte ihn euch jetzt nochmal präsentieren, weil er nämlich derzeit sehr, sehr günstig zu kriegen ist. Und ich hoffe, wenn das Video kommt, dass der dann auch noch verfügbar ist. Ansonsten einfach dieses Video auf eine Playlist setzen, das Ganze Wunschliste nennen vielleicht und dann von Zeit zu Zeit mal rein. Schnuppern. Den Schrauber gab es jetzt zum Angebotspreis von 16,99 €, also 17 € und das mit diesem kompletten Set. Das heißt, hier ist auch so ein Bit- und Bohrer-Set noch mit dabei, allerdings kein Akku und kein Ladegerät. Aber ich denke mal, wer Parkside hat, der wird auch sicherlich im 12-Volt-Team irgendwie unterwegs sein, einen Akku daheim haben und wer jetzt die Chance dann nutzen will, ansonsten auf dieses Gerät dann nochmal so als Zweitgerät oder Drittgerät vielleicht aufzusetzen. Ihr kennt das, wenn ihr irgendwie mal bohrt oder irgendwie am machen seid, dann benutzt man einmal was zum Schrauben, dann benutzt man einmal was zum Bohren, dann vielleicht irgendwie noch was zum Schleifen oder sowas und alles muss dann auf diesen Bohrer hier aufgesetzt werden und jedes Mal wechseln ist natürlich nervig und wenn man jetzt zu einem besonders günstigen Kurs dann so einen Bohrer kriegt, dann sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man den dann auch benutzt. Der hat sogar Wechselbohrfutter, wie ihr seht, das heißt, ihr könnt das Ganze abnehmen und dann nochmal die Bauform verkürzen und der Normalpreis liegt auch nicht wirklich weit weg, der liegt so etwa bei 25 €. Tagesaktuellen Preis könnt ihr euch abrufen, wenn ihr dann unten der Verlinkung folgt. Der Schrauber selbst hat zwei Gänge, einmal 0 bis 350 Umdrehungen und einmal 0 bis 1300 Umdrehungen pro Minute. Von dem Drehmoment kann man sagen, na gut, das ist eine kleine Maschine, 28 Newtonmeter gibt Parkside dann hier an und grundsätzlich wiegt die Maschine nur etwa 800 Gramm. Wir haben Drehmomentstufen auch nochmal bei dem Gerät und das Ganze ist unterteilt in 19 Drehmomentstufen plus eine einzige Bohrstufe, ist also üblich. Wir können das Bohrfutter nutzen im Bereich von 0,8 bis 10 mm, also 13 mm Schaftbohrer bekommt ihr hier nicht rein, aber gerade wie gesagt schon von der Größe von dem Gerät ist das auch eigentlich so nicht notwendig und ihr seht hier vorne könnt ihr zum Beispiel auch Bits direkt einsetzen. Wir haben maximalen Bohrdurchmesser von 25 mm in Holz und 10 mm in Stahl. Wir packen es mal aus und gucken es uns etwas genauer an. So kommt tut das Teil wie immer in so einem Parkside-Köfferchen. Beide Seiten sind hier mit einem Aufkleber versehen, damit ihr seht, wenn das so im Regal irgendwo steht, was da drin enthalten ist. Koffer sind natürlich alle unterschiedlich groß. Das ist das Einzige, was man vielleicht bemängeln kann, wenn ihr jetzt ein großes Storage-System habt, wie die L-Boxen oder die Macpacks. Oder vielleicht von Festool oder irgendwie einem anderen Storage-Anbieter auch, die ihre Maschinen alle in verschiedene Größen zwar reinpacken, aber die Größen dann doch irgendwo alle gleich sind, dass man da auf irgendwie 4, 5 Größen oder was beschränkt ist. Hier sitzen ein paar Größen mehr und die Koffer sind also alle auch von innen unterschiedlich. Ihr seht das hier, die Maschine liegt hier drin. Wir haben hier zwar noch Platz für einen Akku und ein Ladegerät, sogar zwei Akkus, wenn wir hier einen unter die Maschine schnallen. Dann haben wir hier noch die Bedienungsanleitung mit dabei. Gut, beim Bohrschrauber weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Ihr könnt ja mal reinschnüffeln, indem ihr hier diesen QR-Code eingebt oder dann lidl-service.com eingibt und dann kommt ihr da direkt hin. Gucken wir erstmal ins Zubehör. Das sieht hier so aus. Das ist so eine kleine Box, die mit dabei ist. Und wenn wir da reingucken, sehen wir, dass wir hier ein paar Bohrer, HSS-Stahlbohrer sind das, keine Holzbohrer, mit dabei haben. Qualitätstechnisch ist das jetzt nichts Besonderes, logisch. Aber dennoch kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Und ihr seht, auf den ersten Blick kann man jetzt hier nichts Negatives erkennen. Wir können gleich mal probieren, damit zu bohren. Und dann haben wir noch ein paar Langbits mit dabei. Das ist zumindest ein Schlitz, Posidrive und Philips.
Wir haben jetzt leider kein Talks mit dabei, was eigentlich heute Standard ist. Und das müsste eigentlich meines Erachtens nach da mit drin sein. Wir können gleich mal gucken, ob vielleicht noch ein Kurzbit oder irgendwas hier drauf gesteckt ist. Aber grundsätzlich sind das jetzt erstmal die Zubehöre. Ist jetzt so ein Goodwill, was einfach mit dabei ist. Aber wenn ihr euch das überlegt, wenn wir jetzt mal von diesem Preis von 17 € für das gesamte Set ausgehen, manchmal wird im Baumarkt hier schon 10, 12 € für so ein Set aufgerufen. Und dann kriegt ihr den Bohrer und das Päckchen hier oder die Tasche oder den Koffer hier eigentlich gratis mit dazu. Grundsätzlich sieht der erstmal so aus. Wir haben hier einmal eine gummierte Oberfläche. Vorne ist hier auch nochmal der Schalter gummiert. Wir haben Rechts-Links-Lauf, das Ganze mit Sperrfunktion, wenn das in der Mitte steht. Wir haben hier eine LED, die unseren Arbeitsbereich dann auch beleuchtet. Wir haben hier einen magnetischen Halter, der an beiden Seiten zur Verfügung steht, wo wir dann unsere Bits einhängen können. Hält jetzt nicht besonders gut, sage ich euch gleich. Hier unten kommt der Akku rein. Die Akkustandsanzeige rufen wir dann hier ab. Die ist dreistufig unterteilt und wenn wir dann hier drauf drücken, wird das Ganze dann einmal leuchten. Wir haben hier noch Abstandshalter, das heißt, wenn das Gerät irgendwie auf Asphalt liegt oder generell irgendwo liegt, dann liegt es auf diesen Halterungen oder Abstandshaltern auf und nicht direkt auf dem Gehäuse, sodass das dann irgendwie schnell unansehnlich wird oder sowas. Also das finde ich auf jeden Fall eine super Geschichte. Wir haben hier oben drauf die Gangverstellung, erster und zweiter Gang. Wir haben dann hier die Drehmomentverstellung, wie gesagt, 19 Stufen plus eine Bohrstufe sind hier dann zur Verfügung. Und wir haben hier ein Vollmetall-Bohrfutter, was bis 10 mm geht, hatte ich ja schon gesagt. Und das in dieser Preisklasse, wirklich vergleicht das einfach mal mit anderen Geräten, da werdet ihr nicht sehr viel am Markt finden. Und wenn wir das Bohrfutter abnehmen möchten, dann können wir das hier über diese Clip-Funktion tun, einfach nach vorne ziehen. Und dann sieht der Schrauber so aus. Und das verkürzt natürlich grundsätzlich ein bisschen die Bauform. Und das ist natürlich super, wenn wir irgendwo hantieren, wo vielleicht irgendetwas eng ist in der Schublade oder irgendetwas. Da können so ein paar Zentimeter schon ausschlaggebend sein. Wir können das Ganze ja mal einmal überprüfen, indem wir hier das Ganze mal durchmessen, wie lang der so ist. Wir haben hier die Länge von, oh ja, 19 Zentimetern, 18,5, 19, ja, eher 19 Zentimeter. Wollen wir uns jetzt nicht über Millimeter streiten? Von der Höhe sind wir hier bei 17 ungefähr. Wenn der Akku drin ist, vielleicht 19. Und von der Breite her kann man hier so etwa 5,5 Zentimeter annehmen. Wenn wir das Ganze jetzt hier verkürzen, das heißt, wenn wir das hier dann abgenommen haben, dann gucken wir hier mal, wie wir dann hier drauf kommen. Und dann müssen wir hier vorne, da sind wir bei 15 Zentimetern, was hatte ich vorher gesagt, fast 19 Zentimeter, also etwa 4 Zentimeter sind wir dann kürzer. Und wie gesagt, das kann dolle ausschlaggebend sein, wenn wir dann schon irgendwo schrauben wollen. Hier ist ein magnetischer Bithalter mit drin. Schaut mal, hier drin ist der Magnet. Und da können wir dann entweder die Bits, die hier mit dabei sind, dann sind wir natürlich wieder auf der gleichen Länge, macht vielleicht wenig Sinn. Oder wir nehmen einfach einen normalen Standard-Bit und stecken den dann hier rein und dann wird das magnetisch gehalten und dann könnt ihr mit diesem Bit direkt schrauben. Ist vielleicht für manche einen sowieso etwas bequemer. Und soweit ich weiß, gibt es da auch noch andere Aufstecksätze für. Müsst ihr mich korrigieren, wenn dem nicht so ist. Wenn dem so ist, verlinke ich euch die auch unten, wenn die lieferbar sein sollten. Das ist ja, wie gesagt, das größte Problem bei Parkside, dass die Geräte immer nicht das ganze Jahr über verfügbar sind, sondern immer nur in Spots. Probieren wir es mal aus. So, dann wollen wir mal ausprobieren, ob wir in Holz reinkommen. Ich nehme jetzt einfach mal diese Bohrer, die mit dabei sind. Das heißt, ein Metallbohrer. Eigentlich soll man das ja nicht machen, aber ich weiß, viele von euch werden das so benutzen. Das müsste jetzt der 6 mm Bohrer sein. Was mir jetzt aufgefallen ist, beim ersten Betrieb, schaut mal genau auf die Achse Bohrer und Bohrfutter. Das eiert schon recht gewaltig, wenn man sich das so anguckt. Wir werden mal gucken, ob das jetzt beim Bohren irgendwelche Erscheinungen mit sich bringt. Mann, das ging jetzt also durch wie Butter, muss man wirklich sagen. Trotz dessen, dass jetzt keine Holzbohrer sind, letztendlich machen die auch nichts anderes. Der Holzbohrer hat halt vorne noch eine kleine Spitze mit dran und kann dann besser zentriert werden, dass er nicht hin und her rutscht. Und zum anderen hat er meistens dann auch noch Vorschneiden mit dran. Das heißt, dass das Loch dann ein bisschen sauberer geschnitten wird. Brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Wenn ihr vorbauen wollt, könnt ihr natürlich auch solche Metallbohrer letztendlich nutzen. Probieren wir es mal in Metall. So, dann probieren wir mal so ein Vierkantrohr aus und wir gucken mal, wie sich das Ganze jetzt darstellt. Ohne Vorkehren, ohne alles, einfach mal probieren. Ja,
Da tanzt er schon so ein bisschen hin und her. Das hat man bei hochwertigen Bohrern nicht. Ich habe ja dazu auch schon viele Videos gemacht. Bei hochwertigen Metallbohrern ist es einfach so, der bleibt an Ort und Stelle aufgrund des Schliffes. Probieren wir es mal hier nochmal aus. Ja, geschafft hat das auf jeden Fall. Das ist jetzt hier so ein Vierkantrohr, 1,5 mm Wandstärke hat das Ganze. Das ist so ein Baustahl, ist das. Und das hat er jetzt ohne Probleme geschafft. Und grundsätzlich kann man sagen, das ist schon eine ganz tolle Sache, wenn man so einen günstigen Schrauber bekommt, den man jetzt hier für um die 20 Euro bekommt und dann gleich noch hier ein Set mit dabei hat, wo Bits mit dabei sind, wo Bohrer mit dabei sind und vor allen Dingen, wo man dann auch etwas mit anfangen kann. Ja, das soll es gewesen sein von der Vorstellung. Jetzt schrauben wird er natürlich auch können. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich habe den ja auch schon in mehrfachen Versionen jetzt vorgestellt. Ja, schrauben fände ich jetzt auch blöd. Das wird er natürlich locker schaffen. Die normale 4x40 Schraube ist für den Schrauber gar kein Problem. Wir können allerdings nochmal einmal vorne das Bohrfutter abmachen. Mal gucken, ob das mit dem Bohrer drin geht. Ja, das funktioniert also auch. Und dann setzen wir hier mal einen Bit auf, nämlich einen ganz normalen. Gucken, ob ich hier einen finde. Ja, hier ist doch einer, fällt jetzt alles runter, okay. Das ist ein ganz normaler 20er Torx und dann gucken wir mal hier, ob wir hier irgendwie eine Schraube finden, die versenkt ist, jawohl. Also das war jetzt gar kein Problem. Dann drehen wir die nochmal rein an irgendeiner Stelle, wo nichts ist. Und das ist also auch gar kein Problem, da hat er also genügend Kraftreserven, um die normalen Standardschrauben auf jeden Fall zu verwenden oder zu versenken. Und ihr seht, so ist das Ganze natürlich ein bisschen verkürzt dargestellt, aber viele Leute suchen wirklich sowas. Genau, mal gucken, ob hier, jawohl, das LED-Licht dann auch den Arbeitsbereich beleuchtet. Das funktioniert also auch problemlos. Also ich bin jetzt grundsätzlich der Meinung, dieser Schrauber, da kann man überhaupt nichts mit verkehrt machen, vor allen Dingen, wenn man die Akku schon daheim hat. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.